Alexander Vorbeck ist noch lange nicht fertig. Einige tausend Obstbäume auf seiner Streuobstwiese im unterfränkischen Mömbris müssen geschnitten werden. Noch ist es dafür nicht zu spät. Die Blätter sind noch nicht ausgetrieben. Aber hier ist doch schon einiges grün. Das gehört einer anderen Pflanze, der Mistel. Die Mistel geht mit ihren Senkern in die Leitungsbahn des Baumes rein, zapft praktisch die Nährstoffe und das Wasser des Baumes an. Und damit schwächt sie natürlich auch den Baum und kann den sogar langfristig zum Absterben bringen. Misteln sind Halbschmarotzer. Sie nehmen dem Baum Wasser und Nährsalze weg. Solche Bilder gibt es am bayerischen Untermain immer häufiger. In manchen Gegenden spricht man bereits von einer Plage. Seit Jahren rückt die Mistel aus der Rheinebene nach Osten vor. Milde Winter, Trockenphasen und stickstoffreiche Böden begünstigen sie. Als er das erste Mistelpflänzchen entdeckte, freute sich Alexander Vorbeck noch. Mittlerweile macht er sich ernsthafte Sorgen um die Streuobstwiesen im Spessart. Denn die Laubbaummistel befällt zwar auch Pappeln, Weiden und Ebereschen. Besonders häufig aber eben Apfelbäume. Das größte Problem ist eigentlich, dass wir zu 70-80% ungepflegte Obstwiesen haben. Das heißt, die Misteln werden nicht mehr rausgeschnitten, können sich ungehemmt vermehren. Und wie das dann aussieht, sehen wir ja hier in der Umgebung. Wir haben dann sogenannte Brokkoli-Bäume, die praktisch voll und übervoll mit Misteln bewachsen sind. Ohne Ausrüstung geht hier nichts. Einen 80 Jahre alten Apfelhochstamm mit knapp 15 Metern Höhe zu schneiden, ist nicht ungefährlich. Nicht nur an den Ästen, sogar am Stamm haben sich die Halbschmarotzer eingenistet. Um die Misteln und wenigstens einen Teil ihrer Wurzeln zu entfernen, schneidet Alexander Vorbeck die befallenen Äste bis zu 50 cm ins gesunde Holz zurück. Der Streuobstbauer muss die gesamte Krone wieder freimachen. Sonst würden die vielen Misteln den Baum regelrecht aussaugen. Man sieht hier, wie der eigentliche Apfelast ankommt. Dann gibt es hier diese Verdickung, in der praktisch die Wurzelsenker von der Mistel sitzen. Und der Apfelast geht überhaupt nicht weiter. Das ist praktisch das Relikt vom Apfelast. Der Apfel wird praktisch komplett von der Mistel übernommen. Und es kann sogar sein, dass der eigentliche Ast, auf dem die Mistel sitzt, auch komplett abstirbt dann. So, und das sieht man hier sehr schön. Diese Senker von der Mistel, die praktisch bis ins gesunde Holz nach unten reingehen. Als Besitzer der Streuobstwiese darf Alexander Vorbeck seine Bäume jederzeit von Misteln befreien. Die Pflanze steht nicht unter Schutz. Nur wer sie gewerblich auf wildwachsenden Bäumen schneidet, braucht dafür eine naturschutzrechtliche Genehmigung. 3 Stunden dauert die Operation. Alles, was die Misteln jetzt dem Baum geraubt haben an Wasser und Nährstoffe, das geht jetzt praktisch wieder in den Baum. Das kommt dem Baum zugute. Es kommt wieder mehr Licht rein in den Baum. Er kann neue Triebe bringen und ist dadurch wieder vitalisiert und bleibt hoffentlich noch ein paar Jahre länger stehen und erhalten. Verbreitet werden Misteln durch Vögel, zum Beispiel Drosseln. Sie fressen die Beeren. Dabei bleiben die klebrigen Samen an den Schnäbeln haften. Das verklebt dann den Schnabel derart, dass die dann versuchen, diesen Leim, dieses Verklebte wieder loszuwerden und wetzen dann den Schnabel hier an den Ästen dran. Und dann bleiben diese Samen da dran hängen. Selbst im Vogelkot bleiben die Samen klebrig und schlagen Wurzeln. Und nach einem Jahr kommt der erste Trieb nach außen und in 2 Jahren hat man dann die ersten Blätter und dann wird die Mistel immer größer. Diese Apfelbäume hat Alexander Vorbeck bereits vor 4 Jahren komplett von Misteln befreit. Doch die Wurzeln stecken immer noch in den Ästen und treiben wieder aus. Ein gewisser Anteil an Mistel ist tolerabel. Man muss halt immer wieder versuchen, die Neuinfektion zu verhindern und ausschließen, dass die überhand nimmt und die anfängt zu fruchten. Das geschieht erstmals nach 4 Jahren. Deshalb schneidet Vorbeck seine Bäume in diesem Turnus und hält die lästigen Schmarotzer so wenigstens halbwegs in Schach.
Unseren YouTube-Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem auch in die BR-Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.